Was ich halt cool finde hier ist, Contra K rappt immer über solche, wie soll ich sagen, Eigenschaften oder wie soll ich das ausdrücken, was Menschen manchmal so machen, wie sie agieren und erklärt es aber. Und das finde ich cool. Ich überlege gerade, ob das Feuer, ob das echt ist, ob da quasi einmal eine Flüssigkeit auf seinem Pullover ist, die dann so ein bisschen brennt. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's Jay und heute gehen wir wieder auf Contra K und zwar auf den neuen Track Für den Himmel durch die Hölle. Der letzte Track Social Media, den ich gehört hatte, der war, ich glaube, ihr könnt mir recht geben für die Leute, die es gesehen haben, war ja ein sehr, sehr starker Track, sowohl von den Lines als auch vom Video. Sehr emotional, sehr stark und auch sehr aktuell, finde ich. Und heute gehen wir auf den Track Für den Himmel durch die Hölle. Klingt natürlich auch wieder nach einem sehr starken Track. Ich mag Contra K, ist immer ein sehr emotionaler Rapper. Und ich finde, er stellt immer gewisse Sachen immer sehr intensiv dar. Sowohl von der Stimme als auch vom Video. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Reaction. Was ich noch kurz sagen muss, ist, heute wollte ich ja noch streamen und zwar um 8 auf Twitch. Das hat sich geändert. Um 8 auf YouTube, denn ich habe keine Lust, naja, ich sag mal so, meine ohnehin kleine Fanbase, auf die ich natürlich trotzdem sehr stolz bin, ohne dich zu splitten, indem ich jetzt sage, ich will auf Twitch streamen. Deswegen, heute ist der Stream auf YouTube. Das heißt, ihr kriegt es direkt mit für die Leute, die abonniert haben. Und da ging es um die ganzen Musikwünsche, die mir so in der letzten Zeit gestellt worden und auf die will ich so ein bisschen eingehen innerhalb eines Streams und ich hoffe, ihr seid dabei. Und jetzt geht's los mit der Reaction. Alright, let's go. Also ziemlich krasses Gebilde hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Rohr von einem Atomkraftwerk sein soll oder sowas. Sehr spannende Location. Ich glaube, wenn man da drin ist, ist das ziemlich krass. Und wir haben auch schon gesehen, so ein Räucherding. Also so ein bisschen, es wurde auch so ein bisschen geräuchert. Mal gucken, wo das endet. Jetzt hier auch Gasmaske. Also mal gucken, mal schauen. Ich bin jetzt kein Architekturprofi, aber das ist ja irgendwie so ein Abgasding halt irgendwo, oder wo irgendwas durchraucht, denke ich mir. Ich wünsch dir Glück, Liebe und das Geld, wenn es sein muss. Du wünschst mir Glück, aber sagst halt zum Beinbruch. Und wenn ich sag, ich gehe durch 7 Jahre Patch für nur einen Tag Frieden, kannst du sicher sein, ich mein's so. Bist du mein Freund, stich mir lieber in die Brust, aber bitte, bitte niemals in den Rücken. Ich frag mich, warum hab ich den letzten Schmetterling in meinem Bauch nur seine beiden Flügel ausgerissen. Sehr stark. Und selbst wenn es zu spät ist, würdest du dann noch bei mir bleiben? Oder warum heißt es, wie in guten, so in schlechten Zeiten? Wenn ich für nur einen Tropfen Wahrheit war. Ich finde, sowohl als auch von der Stimme, als auch von den Lyrics, als auch wieder vom Video, also eigentlich genauso wie beim letzten, ist es sehr, sehr stark und sehr einprägsam. Mit dem lodernden Feuer zum Beispiel oder halt auch den Gasmasken und dem Titel, die so ein bisschen grob nur anreißen, um was es geht und das Video vervollständigt das da so ein bisschen. Also ich finde interessant, wie er es macht. Er sagt nicht genau manchmal, um was es geht, aber man weiß es und das finde ich cool. In einem Meer auf Süden ertrinke, würdest du mitkommen? Und auch wenn du nicht wüsstest, dass jeder Schritt durch die Flammen eigentlich für dich ist. Also ich muss persönlich sagen, der Beat ist nicht so meins, gefällt mir nicht so gut. Weil er irgendwie so ist nicht unbedingt greifbar für mich, also so dieses Rockbeat, dieses Starke, was im Hintergrund ist. Aber was ich ziemlich halt wieder mag, ist der Text von Contra K und die Darstellung. Sehr, sehr intensiv. Würdest du mitkommen? Und gerade auch die Hook, die so ein bisschen so gesungen war, also eigentlich nicht gerappt, sondern ein bisschen gesungen, war auch cooler Kontrast. Und da war übrigens auch der Titel. Wirf mich den Hunden zum Fraß vor. Wirklich alles kein Problem, wenn es das ist, was du fühlst. Nimm ruhig den allerersten Stein, den du findest, aber wirf ihn auch mit Herz oder stell dich zu mir. Lieber verbrenne ich mich komplett für die Wahrheit.
Was ich halt cool finde hier ist, Kontra K rappt immer über solche, wie soll ich sagen, Eigenschaften oder, wie soll ich das ausdrücken, was Menschen manchmal so machen, wie sie agieren und erklärt es aber und das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat, aber ja, das ist mir so aufgefallen. Verrat nur für Highlights. Sag mir, sollen die Besten auch in schlechten Zeiten da sein? Dann setz Courage über Stolz und den Mut über Feigheit. Er beendet sozusagen schon das, was angekurbelt wird bei manchen Menschen. Wenn die irgendwas denken, wenn die irgendwas fühlen, greift er dem hervor und sagt, oh, wenn du das machst, dann mach doch bitte das. Und das finde ich, ich finde, das zeigt so ein bisschen auch seine Intelligenz und seine empathische Fähigkeit wieder. Und selbst wenn es zu spät ist, würdest du dann noch bei mir bleiben? Oder warum heißt es, wie in guten, so in schlechten Zeiten? Ich überlege gerade, ob das Feuer, ob das echt ist, ob da quasi einfach eine Flüssigkeit auf seinem Pullover ist, die dann so ein bisschen brennt. Oder ob das halt bearbeitet ist. Also sowohl als auch würde beides funktionieren. Das eine wäre natürlich ein bisschen gefährlicher. Wenn ich für nur einen Tropfen Wahrheit in einem Meer auf Lydia trinke, würdest du mitkommen? Passt halt auch, ne? Dieses Feuer, wie er sich darstellt, wie er durch diese ganzen Krisen geht, sehr visuell, aber auch sehr vom Text. Und es ist ja das, was der Titel auch aussagt, ich gehe durch den Himmel oder ich fahre für den Himmel durch die Hölle. Ich tue alles, um letztendlich dann im Himmel zu sein. Und das kennt man vom Text her schon von anderen Rappern, aber ich finde, hier ist es auch sehr stark visuell dargestellt, durch das Feuer, durch die Narben im Gesicht, durch die ganzen Schäden. Also sehr cool gelöst. Für den Himmel geh ich durch die Hölle. Okay, hier denke ich wirklich mal, dass es echtes Feuer war. Es wäre zumindest, ich meine, gut, für ein Video spielt das jetzt keine Rolle, weil du kannst so mit CGI ganz schön krasse Sachen machen. Aber es wäre einfach cool zu wissen, wie das mit dem Feuer gelöst ist. Aber da es jetzt ausgegangen ist, als er ins Wasser ist, könnte ich mir vorstellen, dass es auch echt war. Und das geht ja, also du kannst ja, glaube ich, irgendwie so eine Flüssigkeit auf deinen Körper machen und dann brennt nur diese Flüssigkeit. Aber also auch nicht sozusagen, du merkst es nicht wirklich, beziehungsweise du darfst es nicht so lange drauf haben. Aber sehr cool technisch. Jetzt hat man das gar nicht gesehen, weil jetzt hast du mal in hell gesehen. Das war gar nicht Kontra K, wo der gebrannt hat, sondern das war jetzt jemand anders. Es war aber, war vielleicht der Stuntman. Es hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Beat war nicht so meins, muss ich sagen. So dieses Rockmäßige war aber bei Social Media auch schon ein bisschen lauter. Ist also eine Richtung, die mir jetzt musikalisch jetzt nicht unbedingt gefällt. Aber es passt natürlich zu dem, was er aussagen, diese harten und intensiven Texte, die auch naja, viel widerspiegeln, was wir so in der Welt auch erleben. Deswegen sehr, sehr interessant. Auch das Setting mit dem Atomkraftwerk und den Gasmasken und so weiter hat das sozusagen visuell unterstützt, was er gerappt hat. Deswegen fand ich das ziemlich cool. Oh, war ein ziemlich cooles Ding. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne drunter schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.